Wenn man so einem dreijährigen Kind erklären müsste, der das so erklären, stell dir vor, du hockst in einem Kino, stell dir vor, dort hat es ganz viel Boxen und Musik kommt aus allen möglichen Richtungen, aber am Schluss fühlt es sich an, als ob du zumindest in diesem Film wärst. Ehrlich sagen, ich habe es selber nicht ganz gecheckt, wie wir auf es gekommen sind, dass wir ein 3D-Konzert live machen könnten. Ich glaube, nach den Erzählungen war es so, dass wir eben gesehen haben, ja, wir könnten ja auch ein Konzert noch mal live spielen. Und dann habe ich glaube, im Jux gesehen, ja, dann könnten wir ja auch ein 3D-Live-Konzert machen. Und der Lidl ist halt so ein Wahnsinniger, er nimmt das gleich auf und sagt, ja, können wir schon machen, es muss das, das und das sein. Und irgendwann war es wie klar, dass wir ein 3D-Live-Konzert machen. Das ist ein bisschen eine spinnige Geschichte, muss ich zugeben. Jetzt, als ich sage, was das für ein Aufwand ist, würde ich mir wahrscheinlich noch mal überlegen. Aber jetzt sind wir einfach schon zu weit und es wird wahrscheinlich einfach zu cool, dass wir sagen, können wir machen es nicht. Darum, let's do it. Es ist technisch noch eine rechte Herausforderung, weil man muss recht viel Zeug im Saal hinstellen, dass es dann auch verhebt. Wer schon mal im kleinen Saal war, hat vielleicht auch gesehen, es ist kein Kino. Und dort sind ganz viele Leute hinter der Kulisse dran. Ja. Also es ist ein rechter Aufwand dahinter. Soweit ich verstanden habe, ist es so, dass du ein ganz spezielles Programm füttern musst, das dann eigentlich wie 32 Ausgangskanäle hat. Und ich glaube, wir sind jetzt erst am Anfang von deren Entwicklung. Also am Anfang wurden ja bekanntlich noch ganz viele Fehler gemacht, bis dann die Grossen kommen und uns sagen, wie es richtig geht. Darum sind wir gerne bereit, Early Mover zu sein und einmal die ersten Fehler zu machen. While we rock and roll, I have never you told that you. Das 3D-Audio ist drum cool, weil es einfach etwas komplett Neues ist und einiges komplett durchgedreht. Und eigentlich braucht es überhaupt nicht. Wenn mich die Leute fragen, braucht es denn das? Dann sagst du, nein, es braucht es nicht, aber es braucht auch kein schönes Auto. Und es braucht auch nicht ein feines Rindsfilet, es tut das Röste auch. Aber es ist einfach cool. Und darum machen wir es, weil wir es cool finden. Man muss dazu sagen, also ein 3D-Live-Konzert ist schon storytimed. Oder? Also man muss gewisse Sachen noch vorbereiten. Das heisst, du kannst nicht nachher einfach sagen, ja, komm, jetzt machen wir noch mal irgendetwas. Also die Zugabe ist, hätten wir dann den Fantastischen Vier überlassen. Sind wir fertig? Lidl und wie ist es? Ich habe es geil gefunden. Ich war ein Teil ihrer Blase drin. Und es war eine schnelle Stunde. Es hat richtige Momente gegeben, wo ich denke, dann fuck, geil. Wir sind auf dem richtigen Dampfer. Dann könnte man jetzt ja das Konzert machen, oder? Ja, also es war auch auf der Bühne mega geil. Heiß wie die Sau. Aber die Stimmung super. Und die Kleinen sind auch da. Hey, Kinfans! Yeah. Alt, wie hat es dir gefallen? Super! Ja, yeah, super! Super ist ein gutes Wort. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir jetzt aufräumen, wir gehen jetzt die Party machen, oder? So machen wir das.